Cookies, Comic-Cookies, lecker. So, Tag 2 in Erlangen am Stand von Plem Plem Productions. Bei mir Henning Mertens und Bouncy D. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Jetzt schon Teil des inoffiziellen Comic-Urama Comic-Cookies Crossover-Podcasts? Eventuell. Schauen wir mal. Teil 1, 0,5. Henning, was gibt's denn Neues von dir bei Plem Plem Productions? Oh, gut, dass du fragst. Tatsächlich habe ich mitgebracht eine neue Ausgabe von Mr. Kill, die Nummer 3 schon. Bin ich sehr froh und stolz, dass wir es so weit gepackt haben schon. Und die Nummer 3 ist jetzt gerade quasi druckfrisch hier mit auf den Tisch gelandet. Okay, und welche Künstler hast du ranziehen können für diese Ausgabe? Oh, jetzt seht ihr gerade der Notausgang. Hier will jemand aus dem Notausgang fliehen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause, bis hier der Alarm vom Notausgang ausgeht. So, nachdem jetzt endlich der Alarm getötet wurde, geht's weiter. Henning wollte was zu Mr. Kill erzählen. Ja, zum Glück wurde niemand anders getötet durch den Alarm. Wo war ich? Ach ja, welchen Zeichner ich an Land geholt habe für die Nummer 3. Und zwar Sascha Dörp heißt der junge Mann. Und der ist unter anderem bekannt für Webcomics. Da hat er eine eigene Cartoon-Reihe, die School Peppers. Und hat auch ja so ein kleines, auf seiner Homepage Comic Cabin, also C-O-M-I-C-C-A-B-I-N. Ja, da hat er so sein ganzes Werken auch so ein bisschen blockmäßig aufbereitet. Und tatsächlich ist es tatsächlich das erste Mal Heft, das nicht in Kurzgeschichten aufgeteilt ist, sondern einmal in eine fortlaufende 24-Seiten-Story. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich da jemanden gefunden habe, der wahnsinnig genug ist, da 24 Seiten zu investieren als Zeichner. Also durchgängig ein Zeichner diesmal? Ein Zeichner, genau. Mhm. Sehr gut. Und für jemanden, der Mr. Kill noch nicht gelesen hat, grob, worum geht's? Also Mr. Kill ist der sympathische Auftragskiller von nebenan. Quasi bedankt man sich fast als Opfer, dass man von ihm umgebracht wurde und nicht von jemand anders. Und so Initialzündung für den Charakter war eigentlich so, dass ich mir mal überlegt habe, okay, was ist jetzt wirklich mal, wenn du jemanden hast, den du grundsympathisch findest, den du als Nachbarn und als Freund haben möchtest, der aber das kleine Manko hat, dass er als Beruf einfach mal Auftragskiller ist. So, und den Job macht er auch mit einer Leidenschaft und mit einer Hingabe und Liebe. Und da gibt's dann allerlei schwarzen Humor zwischendurch zu entdecken. Und natürlich auch ein bisschen Blut, aber das gehört ja dann zur Profession dazu. Und wann kommt die Nummer 4? Ja, die ist tatsächlich gerade in Arbeit. Ein Drittel ist quasi fertig und die soll im Winter jetzt erscheinen. Also wir wissen noch nicht genau, angeplant ist so mal locker Dezember 16, Januar 17 und so, ich sag mal, plus minus ein Monat. Ja. Und da dürfen wir dann auch wieder einen Wiederholungstäter begrüßen, und zwar der Boris, der Ritz, der ja auch, denke ich mal, den Comic-Cookie-Hörern ein Begriff sein wird. Der hat ja in der 2 auch schon einmal eine Episode zeichnen dürfen und wollen und dankenswerterweise auch gemacht. Und in der 4 ist er auch wieder mit dabei. Sonst noch was? Zum Beispiel auch der Hannes Radeke, der ja bei, das wird jetzt, glaube ich, den Panini-Forum-Usern auch ein Begriff sein oder auch sowieso jemand, der auf Facebook da geliked hat entsprechend. Nice Guy, also Nigu Negu hat er gemacht. Und der ist auch mit drin, da bin ich auch sehr froh. Und dann noch ein Hans Berger, mit dem durfte ich jetzt zum Beispiel auch bei Jazam mitmachen. Okay, also es wird nicht langweilig. Hast du sonst noch was in der Pipeline für die Zukunft? Wann kommt Teenage Super Freaks 2? Da halte ich mich mal noch ein bisschen bedeckt. es gibt tatsächlich lose Pläne, aber die sind noch überhaupt nicht spruchreif. Und über ungelegte Teenager darf man ja auch keine Worte verlieren. Und ansonsten ist jetzt tatsächlich erstmal Mr. Phil in meinem Fokus. Wie gesagt, die 4 ist jetzt fertig geschrieben, die wartet jetzt darauf, dass sie fertig gezeichnet ist. Die Nummer 5 bin ich gerade im Angriff. Pläne für die Nummer 6 sind auch schon im Hinterkopf. Da will ich dann den Sascha Dörp wieder für 24 Seiten verhaften, sodass da quasi so eine Art Sequel auf die Nummer 3 dann passiert. Und da bin ich gerade so bei das Universum da ein bisschen, Universum ist zu viel, aber einfach so, dass ich sage, okay, dass die Reihe auf jeden Fall eine gesicherte Zukunft hat. Okay, dann haben wir noch Bouncy D. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über, wie man es schafft, mit Kolorieren von Comics in Amiland zu kommen.
Da muss ich sagen, ist es gewissermaßen dem Chris zu verschulden, da er die Kontakte hergestellt hat. Es ist so, dass ich für den Bob Saley, der auch der Autor der Salvager-Serie ist, die auch bei uns erscheint, mit dem ist man einfach dann über Facebook tatsächlich mal ins Gespräch gekommen und er hatte meine Arbeiten gesehen, die ich für Changer gemacht habe, fand das sehr interessant. Und ja, da gab es einfach von der Probearbeit und so kommt das dann halt so nach und nach, dass man empfohlen wird, andere Autoren oder Zeichner schreiben einen an, du, der hat mich auf dich gebracht, willst du mal eine Probeseite machen oder so. Und es sind wirklich Kontakte, die sich da irgendwie entwickeln. Gerade das US-Indie-Netzwerk der Zeichner und Autoren ist relativ dicht und also spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Kommt da jetzt auch was Neues? Du warst ja bei Savage Dragon, warst du dabei? Genau. Geht es da weiter? Nein, das war erstmal eine einmalige Geschichte, die ich mit dem Mark Welser zusammen gemacht habe. Wobei das unser Thorsten tatsächlich vermittelt hat. Und ja, es war natürlich eine sehr, sehr coole Sache, da auch mal was für Savage Dragon zu machen. Aber das ist erstmal eine einmalige Sache gewesen. Okay, und wenn ich sage, ich habe einen Comic, das ist noch nicht koloriert und ich könnte jemanden gebrauchen, der kann man sich an dich wenden, habe ich schon gelesen, ja? Genau, richtig, korrekt. Was muss ich denn, sage ich mal, ausgeben für eine Seitekolorierung bei dir? Das kommt natürlich auf das Line-Art drauf an, auf die Deadline. Ich sag mal, es geht so ab 40 € los. Wenn es eine straight Deadline ist, dass ich noch mit einem Flatter zusammenarbeiten muss, also einer, der für mich sozusagen so Grundfarben legt, die ich dann für die reine Koloration dann weiter benutze, wird es immer ein bisschen teurer. Es ist wirklich, man muss gucken. Ich schaue mir das Lineart an und dann gibt es dann halt den individuellen Preis meistens. Was ich noch sehr schön fand, war dieses Angebot, was du neulich gemacht hast, wenn du einen Sketch hast und hättest den vielleicht gern koloriert oder möchtest das vielleicht als Poster auf Größe in Farben machen lassen, sowas machst du auch. Genau, richtig. Also da ist er durchs Panini-Forum, durch den Dr. Pepper, der hat das ja angeleiert, dass der Val Simix hat dort ja für eine ganze Schar an Usern da Sketche gemacht. Und also ich fand die einfach super, hab dann zum Spaß und Spider-Man einfach koloriert. Und das ist dann wirklich auf so viel Gegenliebe gestoßen und da habe ich gesagt, hier komm, zum Selbstkostenpreis drucke ich euch die Dinger noch. Ich habe da meine Vorlage bei Wir machen Druck, dass es dann auch wirklich optimal in einer schönen Postergröße rauskommt. Weil ich selber weiß, wenn man das erste Mal sich so ein Poster drucken will, welches Papier nimmt man, welche Größe passt da, wie mache ich die PDF, das ist halt ein bisschen aufwendig. Aber habe ich gesagt, komm, mache ich euch dann halt sozusagen als feines Dankeschön noch und nee, das mache ich auch. Also sofern ich da Zeit habe, ist ja auch immer der große Faktor, einfach anschreiben und dann passt das schon. Und aktuell hier bei Plemplem Productions, was hast du da gemacht? Aktuell ist Changer 3, dann Mr. Kill 2, da habe ich die Story mit Ralf Singh zusammen gemacht, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und das Cover zu Sanchez 0, dritte Auflage, habe ich auch koloriert. Sind so die aktuellsten Sachen, die da am Stand. Da bin ich dran, genau. Wir haben ja noch jetzt das Projekt, dass wir Mr. Kill 1 ja neu auflegen, in Farbe diesmal. Uhu. Und da bin ich gerade dran. Ich muss noch zwei Seiten machen, dann ist die Tommy-Ausgabe nicht nur mit Grauschattierung, sondern tatsächlich vollfarbig. Sehr schön. Als Tipp noch für diejenigen, die nicht dabei sein können, ihr habt auch einen Shop, wo es, glaube ich, schon ab 20 € portofrei ist, wenn ich irgendwas bestelle. Ja? Ja. Da sagt er sofort ja, der Thorsten. Thorsten. Ja, bestellen, immer bestellen. Da sage ich sofort ja, hi. Poppt es dann bei dir auf oder bei wem poppt es auf? Es poppt unter anderem bei mir auf, ja, und beim Chris, ja, genau. Weil der das immer noch selber verschicken muss. Aber finde ich gerade für Leute, die halt nicht in der Nähe sind und die nicht gerade Lust haben, 5 € Porto für irgendwas zu zocken, finde ich eine schöne Sache. Wenn man dann 4, 5 Hefte kauft, ist man ja dann schon drüber im Prinzip, ja. Genau, da ist man eigentlich schnell dabei. Also wenn man mit 20 €, das geht relativ fix. Ja. Okay, Thorsten, du bist ja sehr mit den Anthologien bei Plemplem Productions beschäftigt. Was gibt's denn da Neues zu berichten? Ja, das Neue ist eigentlich, dass es so weitergeht wie bisher. Wir haben uns ja ein Ziel gesetzt, alle 3 Monate ein neues Warcomic rauszubringen. Und das funktioniert im Augenblick ziemlich gut. Die Planungen sind auch so weit, dass man das für die Zukunft wahrscheinlich auch so beibehalten kann. Also jetzt ist aktuell zum Comic-Salon ist die Nummer 7 erschienen und die Nummer 8 ist soweit in Planung, dass klar ist, wer da alles macht, teilweise Geschichten schon fertig sind. Und ich arbeite dann immer so weit vor, dass ich jetzt an der Nummer 9
die Leute zusammensuche, um dann für die Nummer 10 hoffentlich so was wie eine Jubiläumsausgabe machen zu können, wo dann vielleicht wieder auch was von den alten Sachen reinkommt und dass wir vielleicht ein paar Seiten mehr machen, aber das ist noch nicht so ganz klar. Was für Künstler hast du denn da am Start? Das ist ja immer sehr wechselnd, auch die Besetzung. Ja, also ich kann jetzt sagen, dass ich für die, muss ich mal überlegen, für die 8 habe ich den Ralf Niese, der eine Story, die er zwar schon hatte, koloriert extra für War und ins Deutsche übersetzt. Die Polly, die in dem ersten neuen War, also das ist War Nummer 5, da den Minion gemacht hat, die taucht wieder auf. Ich habe das jetzt gar nicht so parat. Ich habe das, weil man die Ausgaben so weit im Voraus plant und ich Leute, also Listen mache mit den Leuten und gucke, wo ich die zuordne, dass ich, wenn ich meine Excel-Liste nicht da habe, gar nicht so genau weiß, wer da als nächstes kommt. Müsste ich mal reingucken. Ich überleg mal kurz, fällt mir auf Anhieb noch jemand ein? Nein. Okay. Ganz wichtige Frage, wann geht's endlich los mit Shark Farmer? War das nicht eine, wo wir im Vorfeld gesagt haben, da wollten wir nicht drüber sprechen über das Thema? Bei investigativem Journalismus muss das alles auf den Tisch. Okay, ja, es existiert mehr als die Hälfte davon in meinen Pencils. Chris hat mir das mal wieder ein Versprechen abgerungen, dass diesmal bis zur Comic-Con in Dortmund, also das ist, glaube ich, die Comic-Con Germany oder die German Comic-Con, ich weiß nicht, eine von beiden, ist auf jeden Fall die in Dortmund, die spätere natürlich, dass wir es bis dahin fertig haben. Ich habe nicht mehr so schrecklich viele Seiten zu machen, irgendwie 8 oder so. Und da es jetzt schon so lange rumliegt, muss ich die ein oder andere Seite nochmal neu machen, weil es halt auch nicht mehr so cool ist. Aber es wird definitiv noch fertig werden irgendwann. Okay, und worum wird es gehen in Shark Farmer? Grob, damit man meine Faszination für das Thema erkennen kann. In Shark Farmer geht es um einen amerikanischen Farmer, der gerne Maisbier trinkt und irgendwann radioaktiv verseuchtes Maisbier trinkt und sich in einen Heimmenschen verwandelt. Was ihn aber nicht dazu führen lässt, dass er irgendwie Superheld oder Superschurke wird, sondern er bleibt weiter gerne Farmer, melkt seine Kühe und bestellt seine Felder. Also Leute, wenn ihr euch die Filmrechte dazu sichern wollt, sprecht den Thorsten an. Das ist eine Frage, die geht direkt an Oliver Kalkofe. Okay, sonst irgendwas Aktuelles im Programm, was man auf jeden Fall gelesen haben muss, was jetzt rauskommt? Ihr habt ja auch diverse Importtitel im Programm. Wir gelesen haben, muss man selbstverständlich alles. Was wir mit den Importtiteln gemacht haben, wir haben ja jetzt im letzten Jahr ziemlich viele rausgebracht und gehen jetzt erstmal hin und bauen das ein bisschen auf. Deswegen kam jetzt erstmal Leftovers 2 raus und als nächstes wird wohl Salvagers 2 kommen und es wird Guttertown 2 kommen. Also wir wollen das jetzt nicht so noch mehr Importe auf den Markt werfen, obwohl einer noch kommt und zwar ist das Ghoul Squad. Das kommt definitiv noch. Da kommt noch eine neue Nummer 1 mit einer genialen Übersetzung vom Henning. Das ist halt der letzte Import, den wir jetzt erstmal neu veröffentlichen. Und ansonsten bauen wir das aus, weil die Leute fragen natürlich auch immer nach den weiteren Heften. Und das wollen wir jetzt erstmal weiter vorantreiben. Okay, Ghoul Squad. Da fragen wir doch mal den Übersetzer, worum es da geht. Ach ja, richtig, das war nämlich auch noch ein Projekt, stimmt, das ich noch in der Pipeline habe, beziehungsweise die 1 ist schon übersetzt. Ghoul Squad ist eine Zusammensammlung von den klassischen Universal Studio Monsters, möchte ich sagen. Also wir haben einen Vampir, einen Werwolf, einen Fledermausmenschen und eine Hexe. Und die treffen aufeinander und haben dann den irrwitzigen Plan, dass sie sagen, wir haben so ein böses Karma auf unseren Figuren und eine Wahrnehmung in der Bevölkerung, die nicht unbedingt die beste ist und das wollen wir jetzt mal in ein richtiges Licht rücken und dann wollen sie eine Superheldengruppe werden im besten Sinne und versuchen dann ja die Bevölkerung einer kleinen transsilvanischen Stadt natürlich davon zu überzeugen, dass sie eigentlich ja ganz gut sind und ganz nett sind und eigentlich den Weltfrieden wollen statt die Welteroberung. Aber ob das der wahre Plan ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ja, es war sehr spaßig, das zu übersetzen, weil die Zeichnungen sind ich würde sagen, das ist ein klassisches Cartoon-Material, was auch in animierter Fassung gerne auch auf dem Samstagvormittag laufen könnte, also in allerbester Qualität. Und sich da die irrwitzigen Dialoge mit aus den übersetzten Fingern zu saugen, das hat großen Spaß gemacht. Da bin ich sehr, ich freue mich schon drauf, wenn das rauskommt.
Okay, und gut, von Plemplem Productions sollte man alles gelesen haben, haben wir schon gelernt. Habt ihr einen Lesertipp jenseits von Plemplem Productions? Was habt ihr in letzter Zeit gelesen, wo ihr sagt, das ist so geil, das sollte wirklich jeder gelesen haben? Das Problem ist, wenn man Comics macht, hat man wenig Zeit, Comics zu lesen. Standardantwort, aber es stimmt einfach. Es ist einfach so. Was ich jetzt mir gekauft habe, ist der von Panini, der Civil War Omnibus. Einfach, weil ich damals das Event ganz cool fand und jetzt den ersten Band inklusive der Frontline-Geschichten, sind 12 Ausgaben, habe ich, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen gelesen. Also es hätte ich normalerweise an einem Abend verhaftet, aber so habe ich es dann halt genossen und jeden Abend so ein bisschen ein bis zwei US-Hefte gelesen. Das hat mir Spaß gemacht. Aktuellen Kram lese ich Walking Dead und Invincible. Das sind die Sachen, die ich mir dann wirklich auch monatlich bei Comixology hole und dann auch noch in gesammelter Form Walking Dead bei CrossCult und Invincible als Ultimate Collections. Aber ansonsten aktuelle Sachen, leider Gottes kaum Zeit, wenn so ein bisschen Backlist-Aufarbeitung noch. Also ist leider so. Ja, das Problem der jungen Familienväter, ne? Wer kennt das nicht, Henning? Ja, genau. Ja, dann liest man doch ganz gerne mal eher was vor, anstatt für sich selbst. Aber tatsächlich habe ich jetzt hier auf dem Weg nach Erlangen, weil der Peter Sneeberg ist ja auch hier. Und da habe ich mir tatsächlich einen der Hardcover von Preacher mitgenommen, um mal zu gucken, ob ich mir da vielleicht dann noch mal ein Autogramm dann da drauf bappen lasse. Und da habe ich dann auf der Zugfahrt hierher noch mal reingelesen und allerbestes Nostalgiegefühl wieder aufflammen hören in meinem Comic-Leser-Herz, weil Preacher einfach, also ja, das müsste eigentlich, ist das ja klar, muss jeder gelesen haben, aber das jetzt einfach nochmal wieder zu entdecken, ich glaube, das letzte Mal habe ich es vor 4 Jahren jetzt auch gelesen, ist einfach wieder eine Offenbarung, einfach da wieder in diese Welt einzutauchen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Zugfahrt enorm verkürzt. Also wer es noch nicht gelesen hat, definitiv Preacher. Ja, große Unterstützung. Vor allem jetzt ist es nicht schwierig, es zu kriegen. Eine Zeit lang waren die Speed-Ausgaben nur unvollständig zu bekommen. Also da musste man schon sehr genau suchen, wenn man die nicht frühzeitig gekauft hatte. Und jetzt gibt's ja die komplette wieder in Hardcovern schön gesammelt. Also das ist auch gerade wieder hier mit der TV-Serie, die uns ja ins Haus steht. Dank Amazon Prime ja auch schon relativ zügig hier in Deutschland landen. Ich denke, ich dürfte der Fokus da auch wieder drauf landen. Also bin ich auch sehr gespannt drauf, auf die TV-Serie. Mal gucken, was sie draus machen. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, aber... Hatte ich im Vorfeld auch, aber so der erste Trailer hat mich dann doch schon... probieren wir es mal. Weil es sieht großartig aus. Ne? Es ist halt so ein typisches Thema, was in Amiland natürlich mit Religion und so problematisch behaftet sein könnte halt. Ne? Das ist ja sehr religionskritisch und Die Comicserie werden sie nicht toppen können. Das steht außer Frage, weil also das ist auch gerade in meiner Rezeption ist das einfach das Heiligtum an Comic, was es einfach gibt. Und da wird auch keine noch so gute TV-Serie drankommen. Das steht außer Frage. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt und erstmal positiv darauf eingestellt, wie sie das adaptieren wollen. Es ist ja letztendlich nur eine Adaption. Haben ja auch schon gesagt, dass sie hier ganz viele Abstriche machen, aber das ist auch das Beste, was sie machen können, sich da ein eigenes Ding draus basteln. So, der Thorsten hatte jetzt viel Zeit nachzudenken, was er als Leseempfehlung gibt. Ja, was ich zuletzt gelesen habe und was ich sehr gut finde, ist Im Eisland von Christina Germann. Das ist so eine Manga-eske Aufbearbeitung von einer Nordpol-Expedition oder Südpol-Expedition, weiß ich jetzt gar nicht spontan, in 3 Bänden und das ist sehr nah an der Realität, also es beruht auf einer wahren Geschichte und das ist wohl sehr stark recherchiert, inklusive dem Aussehen der Schiffe und die Leute, die da an Bord waren und worum es ging. Die sind halt aufgebrochen, um einen der Pole zu erforschen und sind halt alle verschwunden und umgekommen und da geht es drum. Das ist in 3 Bänden erschienen beim Mörnsdorf Verlag und da hat die sich wirklich tierisch reingehängt und alles genauestens recherchiert und das halt, wie gesagt, comic-mäßig aufgearbeitet, hat aber so einen sehr manga-esken Stil und deswegen ist das relativ ungewöhnlich und das ist sehr spannend. Das gefällt mir sehr gut. Und da ich so viel Zeit hatte nachzudenken, ist mir mittlerweile auch eingefallen, wer alles bei War Comics 8 mitmacht. Ja. Vielleicht möchtest du es ja umschneiden. Nein. Und zwar ist das noch eine Dame namens Efi Pampelmuse und das ist ja immer das Spannende, wenn man da arbeitet. Ich lerne die Leute ja hauptsächlich übers Web kennen, entweder per Mail oder Facebook oder wie auch immer und man kennt die gar nicht und deswegen ist Erlangen auch so eine schöne Gelegenheit, die Leute tatsächlich mal zu treffen. Also einige, die schon an War 5 mitgearbeitet haben, habe ich dann zum ersten Mal hier von Angesicht zu Angesicht quasi gesehen. Also Efi Pampelmuse, die ich eigentlich auch nur über diesen War-Kontakt kenne. Das Cover macht Mario Bühling, der hat einen Webcomic namens Katzenfutter Gelee-Spritzer, beziehungsweise ist das, was er vorher gemacht hat und jetzt macht er eins The Order of Things.
Das gibt's auch hier bei Quimby, glaube ich, am Stand. Der wird das Cover machen. Und natürlich, also ich konnte das vergessen, Till Felix ist wieder dabei mit Insektenwelt. Das ist dann der vorerst letzte Teil, den er noch fertig hatte. Aber wie gesagt, vielleicht kommt da noch mal was. Aber da haben wir das Thema auch erstmal durch. Das war in den letzten drei Ausgaben jeweils auch drin. Okay. Dann noch letzte Worte. Also ja, wenn man in Erlangen ist, sollte man auf jeden Fall immer den Indie-Bereich suchen und auch sich mal stöbern lassen, was es da alles zu entdecken gibt. Ich bin immer wieder platt, was für Talente man einfach jenseits der bekannten Namen, die man rauf und runter beten kann, einfach entdecken kann und was für Talente da schlummern, die dann auch irgendwann letztendlich ja auch versuchen, hier in Anthologie rein, wie jetzt Shazam oder auch bei uns in War irgendwie zu landen. Und das macht einfach Spaß, mal zu stöbern hier. Ja, es sind vor allen Dingen auch schöne Produkte. Also es sind die Zeiten so ein bisschen vorbei, wo die Leute nur da sitzen und Sketche anbieten und Drucke, sondern man hat auch wirklich dadurch, dass es jetzt mit dem Online-Druck und so relativ einfach zu machen ist, auch viele richtig schöne Comics tatsächlich, die man bei den Leuten erstehen kann. Also das ist toll, das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Was Hennig und Thorsten gesagt haben. Naja, mit den Sketchen und Drucken, das gibt's immer noch bei den Kunststudenten oben, wo ich immer frage, wie lohnt sich das, wenn ich mich den ganzen Tag da hinsetze und warte darauf, dass jemand kommt und sagt, zeichne mir mal Batman oder so. Also das erschließt sich... Studenten? Doch eine gute Gelegenheit. Eine gute Gelegenheit, ja, aber für was halt? Okay, dann danke ich euch. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. So, bei mir der Harald Havers von den Austrian Superheroes. Hallo Harald. Hallo, grüß dich. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ein bisschen was über euer Projekt. Was sind die Austrian Superheroes? Also unser Anliegen war, so wie bei Marvel und DC, eine ernsthafte Comic-Story mit Superhelden zu erzählen. Sowas gibt es im deutschsprachigen Raum in dem Sinne noch nicht so richtig. Es gab immer mal parodistische Ansätze oder mit Union der Superhelden oder Union und der Helden ein Fotocomic. Aber wir wollten gerne einmal richtige Superhelden-Comics machen, wie man sie sich vorstellt, mit verschiedenen Personen und Charakteren, mit Problemen, mit Kräften und mit verschiedenen Gegnern und das in einem Umfeld ansiedeln, das halt mal nicht die USA oder Nordamerika ist, sondern einfach mal bei uns in der Gegend, also bei uns in diesem Fall von Wien, aber von Wien ausgehend dann auch ganz Österreich und wahrscheinlich auch über die Grenzen hinaus. Und wer ist alles in dieses Projekt involviert? Also wir sind ein ziemlich großes Team, was auch daran liegt, dass, obwohl wir momentan nur eine vierteilige Miniserie planen, dass doch relativ viele Comicseiten sind, wie jeder Zeichner weiß. Wir haben Thomas Eigelsreiter und Andy Paar, das sind sozusagen unsere Chefzeichner, die machen alle Cover und haben auch die erste Story geschrieben und gezeichnet und werden auch die letzte machen. Nummer zwei hat ein Michael Liberatore mitgearbeitet, Leo Koller, wir haben auch Mädchen, also Frauen am Team, Lenny Großkopf und noch ein paar andere, Lisa Heschel. Also das ist ein großer Team von Zeichnern, die in Österreich teilweise bekannt sind, teilweise aber auch noch erst von Kunstschulen kommen und wir ergänzen uns da insgesamt recht gut. Manche sind eben mehr für Pencil oder für Inking und für Kolorieren nachträglich. Also auch ein bisschen so wie in Amerika in den Studios, wo halt auch die Arbeit verteilt wird im Gegensatz zu normalen Comics. Und ich bin eben der Erfinder des Ganzen und ich texte auch die Comics. Und du hast die auch alle dann zusammengebracht? Ja, im Prinzip schon. Also als ich begonnen habe, hatte ich mal ein, zwei Leute. Ich kenne natürlich die meisten Zeichner in Wien und wir haben uns mal zusammengesetzt und haben dann auch mal ein bisschen eine größere Runde einberufen und da kamen dann noch mehr dazu. Teilweise wurden auch Zeichner durch andere Zeichner mitgebracht. Manche waren auch nur kurz da, sind wieder gegangen, wie es halt ist bei Teams und Teambuilding. Aber mittlerweile würde ich sagen, haben wir so ein Hardcore-Team von 6, 7, 8 Leuten und dann auch noch ein paar Zulieferer. Das funktioniert ganz gut mittlerweile. Und wie wurde die ersten Ausgaben so in Österreich angenommen? Ich glaube, bei der Comic-Messe in Wien hatte er das, glaube ich, gebracht. Da hatte ich das erste Mal davon gelesen. Wie wird das angenommen? Über alle Erwartungen gut. Es ist wirklich, sage ich ganz uneitel oder ganz bescheiden, ich hätte mir das nie so vorgestellt. Wir sind den Weg über Crowdfunding gegangen, also wir sind noch mit keinem regulären Verlag rausgegangen, haben auch keinen Eigenverlag gegründet, jedenfalls am Anfang nicht.
weil wir gedacht haben, wir passen eigentlich nirgendwo dazu. Also in einem österreichischen Verlag, der vielleicht Graphic Novels rausbringt, passen keine Superhelden. Und in einem deutschen Verlag, der vielleicht mehr eher auf Trash oder Abenteuer unterwegs ist, passen vielleicht keine Österreicher. Also das war halt ein bisschen ein Dilemma. Darum haben wir das mit Crowdfunding gemacht. Und bereits da hatten wir ein riesiges Interesse. Also wir wollten 6.000 für den Druck haben und haben das mit über 200% overfunded. Und konnten da auch schon auf relativ viel Presse, da gab es schon relativ viel Presse dazu. Und als wir dann tatsächlich rausgekommen sind, sind wir wirklich quer durch alle österreichischen Medien gegangen, was für ein Projekt, gerade für ein österreichisches, es ist nicht so, dass wir sehr patriotisch wären, nämlich eigentlich, gerade österreichische Projekte werden in Österreich oft sehr gerne ignoriert. Ja? Okay. Also es war eher ungewöhnlich, dass man uns so aufgegriffen hat, vielleicht auch gerade, weil Superhelden gerade mit den Filmen und so weiter so ein großes Thema sind. Was gar nicht unsere Absicht war. Also wir haben nicht damit geliebäugelt, dass das gerade so ein großes Thema ist. Es hat sich einfach so ergeben. Die ersten Interessen aus Deutschland sind auch schon toll. Also wir hatten schon ein ARD-Radio-Interview zum Beispiel, gestern mit Bayern Radio. Und auch die Rezensionen, die wir aus Deutschland bekommen, ist von Online-Medien hauptsächlich oder auch auf Amazon-Rezensionen, sind alle auch ganz toll. Was uns wiederum erstens freut natürlich, aber auch ein bisschen verblüfft, weil wir eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass wir mit einem so eigentlich theoretisch Nischenprodukt doch relativ viele Leute ansprechen. Welche Crowdfunding-Plattform habt ihr da benutzt? Das hört sich ja super an. Ja, wir hatten We Make It, so nennt sich die, die ist aus der Schweiz eigentlich, das ist eine Schweizer Plattform, hat aber den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen auch einen Hauptfokus auf Kunst und künstlerische Projekte hat. Also We Make It ist auch gerade in der Schweiz sehr aktiv dabei, Comic-Projekte zu machen, sind nach Österreich expandiert, sind, glaube ich, in Deutschland mittlerweile auch, abgesehen davon, dass es natürlich über Internet überall möglich ist, und bauen das halt der Reihe nach auf. Und das hat recht gut zusammengepasst. Also eine Kulturplattform, die gerade in Österreich startet. Wir haben mit ihnen geworben, die haben mit uns geworben. Es gab dann auch noch einen Förderungspreis von einer Bank bei uns. Also es hat wirklich alles sehr gut zusammengepasst. Und dann erzähl vielleicht ein bisschen, um was es geht. Also ich habe schon das Cover gesehen. Da sieht man so eine typische Teamserie im Prinzip. Wer sind die Teammitglieder? Ja, also wir haben uns, ohne es zu kopieren, haben wir uns an das gehalten, was bei Marvel und bei DC einfach schon seit Jahrzehnten üblich ist. Es gibt also einen Haupthelden, in diesem Fall auch einen jugendlichen, leicht unsicheren, der heißt bei uns Captain Austria und sieht auch so aus in den Flaggen. Da gibt's natürlich ein bisschen immer wieder auch so hochgezogene Augenbrauen, vollkommen zu Recht. Ich habe ihn aber als Hauptfigur konzipiert, einfach um zu sagen, hallo, das ist ein Superheld und das ist Österreich. Es kann sich sein, dass sich im Laufe der Zeit noch ändert. Er ist nämlich Captain Austria Junior. Es gab schon einen Vater vor ihm, der schon in Pension gegangen ist. Also wir haben unser Heldenuniversum schon ein bisschen groß aufgebaut. Und er hadert auch ein bisschen mit der Rolle als Sohn seines Vaters. Es könnte sein, dass früher oder später dann auch mal das Kostüm oder sogar den Namen ablegt. Ja, und die anderen Figuren folgen verschiedenen anderen Aspekten der Superhelden-Mythologie. Wir haben ein mythisches Wesen dabei, wie Thor bei den Rächern Avengers, haben wir das Donauweibchen, also eine Nixe sozusagen, halt aus ein mythisches Wesen, über das man auch noch nicht so viel weiß in den ersten Heften. Wir haben dann einfach eine Hau-drauf-Figur, die heißt Lady Heumarkt. Heumarkt ist in Wien früher mal eine Gegend gewesen, wo Catchen abgehalten wurde, also Wrestling-mäßig. Sie ist zwar super stark, aber ansonsten entspricht sie ihm vom Typ her erstens einer Catcherin und zweitens ist sie auch die, über die ein bisschen Humor passiert und auch der Dialekt. Ich werde oft gefragt, ob die Comics in Dialekt sind. Ich sage nein, warum sollten sie? In Österreich spricht man ja auch Hochdeutsch, mit österreichischer Färbung, aber trotzdem. Aber sie ist halt unser Dialektcharakter, der halt dann noch ein bisschen Lokalkolorit reinbringt. Und dann haben wir noch als vierten im Team, wobei das noch nicht der Abschluss ist, es werden mit der Zeit noch mehr Leute werden, haben wir noch eine graue Persönlichkeit in einem unauffälligen Beamtenanzug und der heißt auch der Bürokrat. Und das ist also auch, der hat eher so psychische Fähigkeiten und das war schon ein bisschen ein Hintergedanke. Ohne dass es eine Parodie sein soll, sind die Figuren natürlich alle ein bisschen an das Lokale, an Österreich angelehnt. Und Bürokratismus und Beamtentum ist etwas, das bei uns also auch schon seit Hunderten von Jahren Tradition hat. Also es geht auch so ein bisschen in eine humoristische Richtung demnach?
Naja, nicht so ganz. Also sagen wir mal so, wenn man es vergleicht mit Tatort, in einem gemäßigten humoristischen Tatort. Also jetzt nicht, sagen wir so, es ist keine Kottan-Serie, wo praktisch alles auf Klamauk ist, aber es ist eine reale Superhelden-Serie, in der ab und zu mal auch was Witziges vorkommt. Vielleicht, es gibt ja auch bei Marvel und DC öfters mal, sagen wir, wenn das jemand was sagt, in Richtung She-Hulk, das war auch eine reale Abenteuerserie, die aber immer wieder mal ironische Sachen gebracht hat. Vielleicht nicht ganz so arg wie Deadpool, der ja fast in jedem Panel irgendwelche Scherze ablässt. Nein, es ist im Prinzip eine real erzählte Geschichte, aber ab und zu kommt auch Humor vor. Vor allem liegt es auch an der Handlung. Heft 1 präsentiert mal alle Helden. Das ist vielleicht noch ein bisschen fröhlicher gestaltet. Heft 2 hat dann schon einige tiefere und, sagen wir mal, dunklere Aspekte. Seid ihr in Deutschland auch irgendwie im Vertrieb mit drin? Also falls jetzt ein Hörer sagt, das muss ich unbedingt lesen, guckt auf eure Homepage, die ihr wahrscheinlich habt, und sagt, ich muss das kaufen, kann ich das irgendwo direkt bei meinem Comic-Händler bestellen oder wie funktioniert das? Wir haben seit Heft 1 auch einen deutschen Vertrieb, also eigentlich mehrere. Über quimby.de, das ist so eine kleine Plattform, kann man die Einzelhefte bestellen. Und in den Comic-Shops kann man es im Prinzip kaufen. Also wir gehen über PPM, das ist Peter Paluda, das ist einer der größten Comic-Vertriebe. Das heißt, wenn man in seinen lokalen Comic-Shop geht und sagt, man möchte das haben, kann man es auch jederzeit bestellen. Aber da haben wir halt, das können wir nicht garantieren, das müsste man sich selber organisieren. Oder man geht bei uns auf die Homepage und kann auch ein Abo abschließen. Es geht auch über Amazon, aber wie gesagt, Quimby wäre unser erster Vertrieb. In Österreich sind wir auch tatsächlich normal am Kiosk erhältlich. Also wir haben einen flächendeckenden Kioskvertrieb in Österreich. Das haben wir für Deutschland nicht gemacht. Das erschien uns jetzt ein bisschen zu groß gegriffen. Aber ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Das ist ein gutes Stichwort. Heft 1 und 2 sind schon erschienen. Auf wie viel ist das irgendwie ausgerichtet? Ist es limitiert? Wann kommt das nächste? Ja, also wir haben eine vierteilige Miniserie zuerst konzipiert. Das war das, was wir in Crowdfunding auch angeboten haben. Diese vier Hefte erscheinen im Zwei-Monats-Rhythmus. Jetzt zu Erlangen ist die nur zwei erschienen. Das heißt, die nächste kommt im Sommer, Ende Juli, und die letzte dann im September, Anfang Oktober. Und damit ist das mal abgeschlossen. Und dann schauen wir weiter. Also es ist eher eine Frage, wie ist der Verkauf? Wie ist die Resonanz? Trägt das Ganze auch noch weitere Hefte? Und dann würden wir eventuell noch eine zweite Miniserie anschließen oder eine reguläre Serie planen oder vielleicht mal ab und zu mal einen Anthologieband. Das ist noch nicht sicher. Inhaltlich ist es auf jeden Fall da drinnen. Wir haben auch jetzt schon in diesen vier Heften viele kleine Anmerkungen und Details versteckt, die auch später noch in einer weiteren Storyline Prequels, Sequels, Spin-offs möglich machen würden. Aber das ist halt eine Frage vom Verkauf. Was ich auch noch sagen kann, wir haben auch schon angeteased in unseren Stories, dass es in unserem Universum durchaus auch europäische und auch deutsche Helden gibt. Also je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, kann ich mir auch vorstellen, mit deutschen Zeichnern und deutschen Verlagen eine deutsche Spin-off von Ash zu machen. Das wäre dann eben dann vielleicht Ish, oder mit ESH, mit European Superheroes. Oder eigene deutsche Linie, mal sehen. Möglich ist alles, aber natürlich muss es auch jemand kaufen und jemand wollen. Okay. So, ihr seid ja die meiste Zeit am Stand, aber hast du dir jetzt persönlich was vorgenommen, was du dir noch angucken willst, einen Vortrag, oder willst du dir vielleicht irgendeine Zeichnung von irgendwem holen, so als Fan? Ja, ich bin ja schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, in Erlangen. Ich genieße den Salon jedes Mal immer wieder und pick mir immer wieder Sachen raus. Nachdem ich diesmal eben den Stand habe, komme ich eher weniger weg. Ansonsten mache ich eher eine Runde zu den Verlagen, die ich auch teilweise sehr gut kenne. Ich habe teilweise selber Podien, die ich halte. Die kommen noch dazwischen. Aber sowas, was zum Beispiel die Ausstellungen betrifft, muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht nachgesehen, was überhaupt geboten wird. Das mache ich dann aber meistens so in den letzten Tagen, so Samstagnachmittag, Sonntagvormittag. Okay, dann danke ich dir. Danke ebenfalls. So, weiter geht's. Bei mir ist die Christiane Meyer und die hat mir gerade berichtet, sie hat einen neuen Verlag. Hallo Christiane. Hallo, grüß dich. Ja, wir haben einen ganz neuen Verlag, der widmet sich der Erotikwelt. Das neue Buch oder der Band, der erschienen ist, heißt Geschichten aus der Erotikwelt. Fifis Bordellabenteuer,
Und das ist eine neue Comicserie von comicladies.de. Wir berichten aus der Erotikwelt und erzählen, wie es da real zu sich geht, so in den hinter den Kulissen. Und wir wollen damit den Damen aus dem Erotikbereich und den Clubbesitzern eine Plattform bieten, wo sie sich mal äußern können, ihre Geschichten erzählen. Es ist sehr unterhaltsam, spannend. Wir sind auch ein bisschen provokativ, weil das, was die Damen so erleben, das ist also auch nicht so natürlich. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, hineinzuschauen. Ihr könnt es bestellen bei comicladies.de. Es ist als Buch lieferbar oder auch als PDF. Und ja, wir freuen uns auch auf viele Likes auf Facebook. Und auf YouTube könnt ihr auch noch einiges erfahren. Wie kamt ihr denn auf den Titel? Also ich habe den Band... Ja, eine Durchsage. Ich habe den Band ja heute Morgen gekauft. Wie kamt ihr denn auf den Titel Fifis Bordellbesuche? Ja, also wir wollten vor allem ein Thema nennen, dass man auch sofort weiß, um was es geht, eben um Bordelle. Und das ist sicherlich ein bisschen schwieriger Begriff, weil das hat auch stößt auch ein bisschen auf Ablehnung und nicht jeder ist mit diesem Thema sofort voller Begeisterung. Und wir fanden auch, sag mal, dass die Leitfigur Fifi, das ist so charmant. Sie ist auch pfiffig. Es ist eine moderne, junge, aufgeschlossene Frau, sehr pfiffig. Und von daher ist es eine ganz gute guter Name, der sehr eingängig ist, der viele Assoziationen hervorruft. Und von daher denken wir, dass das ganz gut passt. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit David Boller? Ja, David Boller, den habe ich also im letzten Jahr auf der Buchmesse getroffen und das ist ein ganz begnadeter Künstler. Ich habe sein Pinner-Buch gesehen und wir sind sofort ins Gespräch gekommen, weil mir der Zeichenstil sehr, sehr gut gefällt. Und David Boller macht das also mit Leidenschaft und seit ganz vielen Jahren mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Und die Zusammenarbeit, die jetzt noch junge und kurze Zusammenarbeit, war wirklich hervorragend. Er hat das, was wir ihm geschildert haben, in einer außergewöhnlichen Art und Weise sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich bin sehr froh und dankbar, ihn kennengelernt zu haben. Was hast du da für einen Background? Ich meine, man kommt ja nicht einfach auf die Idee und sagt, hey, ich mache jetzt mal einen Comic. Wie hat sich das ergeben? Also, die Firma RTO GmbH gibt es schon seit über 20 Jahren. Und wir kennen das Erotikgewerbe aus dem FF. Wir machen Werbung für die Clubs, für die Damen, die in dem Bereich arbeiten, für Verlage und auch für unsere eigene Seite ladies.de, wo wir täglich ganz viele Anzeigen online schalten. Und ich selber habe auch im Erotikgewerbe viel Einblicke gehabt, dadurch, dass ich eben vor Ort war, bei den Damen Werbung aufgenommen habe, Fotos aufgenommen habe, mit denen besprochen habe, was man eben tun kann, damit man im Erotikbereich bekannt wird. Und von daher kenne ich das also sehr gut und mache das mit Begeisterung auch seit vielen Jahren. Okay, also es ist jetzt nicht einfach eine Fantasiegeschichte, sondern du stützt es schon auf wahre also Gegebenheiten so ein bisschen auch. Ja, natürlich. Also eben dadurch, dass ich eben diese Persönlichkeiten, sehr interessanten Persönlichkeiten kenne und von daher habe ich auch viele Geschichten gehört und das ist ein ganz schöner Bereich. Bei uns geht es eben um das Thema Erotik. In anderen Branchen hat man anderes, aber ich finde, Erotik ist ein ganz vielseitiges, spannendes und sehr schönes Thema und klar gibt es auch vielleicht die dunkle Seite, aber es gibt auch viele Damen, die das mit sehr viel Talent und Begeisterung machen und die auch Spaß daran haben. Und das von daher, wir wollen das auf mit diesem Comic eben auf unterhaltsame Art und Weise zeigen, was im Erotikgewerbe so alles passiert. Okay, ich habe ihn heute Morgen schon gekauft. Ich bin sehr gespannt und werde natürlich darüber berichten. Ja, viel Spaß beim Lesen. Dankeschön, ciao. Tschüss. Okay, bei mir ist Ezekiel Rage oder auch Spike genannt oder möchte genannt werden. Ich habe mir nämlich gerade einen Comic gekauft und zwar von Void Comics. War für mich was ich noch nicht gesehen habe, aber was mich spontan recht angesprochen hat. Und es lag nicht an den diversen Metal-T-Shirts, die sich da am Stand befanden, sondern weil es mich auch optisch angesprochen hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen über das Projekt.
Ja, Void Comics begann 2012. Damals habe ich beschlossen, eine Art Webcomic-Reihe zu machen mit Superhelden-Comics, die täglich abgedatet werden. Wir haben dann 5 Comics gestartet, die Montag bis Freitag updaten, jeder Tag ein neuer Comic. So, also für jeden, der sich für nur einen Comic interessiert, wäre das eine Seite pro Woche. Und das hat sich dann relativ schnell zu etwas Größerem entwickelt. Und um was geht's bei den Void Comics? Ich habe gesehen, ihr habt da diverse Serien, die laufen. Wir haben diverse Serien, die laufen. Es sind so gut wie alles sind Superhelden-Comics. Die meisten haben auch gewisse Science-Fiction-Untertöne. Die Comics hängen alle zusammen und bilden ein größeres Bild. Aber es ist nicht notwendig, dass man alle Comics kennt, um die einzelnen Comics zu verstehen. Ich lege großen Wert darauf, dass man die Comics durchaus auch einzeln konsumieren kann. Es läuft im Großen und Ganzen darauf hinaus, dass ich ein Catchphrase-Universum aufbauen möchte. Ähnlich dem Marvel-Universum, natürlich nicht ganz so riesig, weil die haben dann doch 2-3 Jahre mehr Erfahrung als ich. Okay, und ich habe mir jetzt gekauft, weil es mich von der Optik am meisten angesprochen hat, Shade. Um was geht es zum Beispiel in der Serie Shade? Shade ist die einzige Serie, die in der Zukunft spielt. Spielt im Jahr, im einen frühen 22. Jahrhundert. Und bei Shade geht es um eine junge Frau namens Jara, die nach dem Dritten Weltkrieg schwer verletzt wurde und ein Leben im Rollstuhl verbringen musste. Und durch verschiedene Umstände, auf die ich dann erst später in der Serie zu sprechen komme, kommt sie in den Besitz eines Art Exoskeletts, mit dem sie dann wieder laufen kann, und nimmt es dann auf sich, diejenigen, die sie verantwortlich macht für ihre eigene Verletzung, in die Mangel zu nehmen als Superheldin namens Shade. Okay, und in den anderen Serien, worum geht's da? Ist das alles direkt, spielt es parallel oder wie darf ich mir das vorstellen? Die meisten Serien spielen parallel. Chronologisch gesehen müsste man mit Black Shadow beginnen. Black Shadow ist eine Art Crime-Comic. Es geht um einen Serienkiller namens Red Smile, der seit einigen Jahren in Kalifornien sein Unwesen treibt und sich hauptsächlich darauf spezialisiert, junge Frauen, milde gesagt, um die Ecke zu bringen. Und als er sich dann mit der Familie eines Polizisten anlegt, beschließt dieser, das Gesetz in seine eigene Hand zu nehmen und Red Smile privat zu jagen. Und durch die Jagd entdeckt er dann auch die Schattenseiten, den Untergrund in Los Angeles von verschiedenen kriminellen Banden und Psychopathen, so gesagt, die wesentlich besser darin sind, der Polizei zu entkommen. Dann kommt Pfeiffer. Pfeiffer spielt in einer meiner wenigen fiktionalen Städte. Und Pfeiffer war ein originaler Superheld, der über 20 Jahre lang die Stadt vor verschiedenen Gefahren beschützt hat, bis er dann eines schönen Nachmittages in einem Kampf sein Leben verloren hat. Und jetzt, 5 Jahre später, tritt ein neuer Pfeiffer auf, und das generelle Rätsel der Serie ist eigentlich, wer ist der neue Pfeiffer? Es werden mehrere Nebenfiguren eingeführt, die Pfeiffer sein könnten, aber wer dann der eigentliche Superheld ist, das bleibt soweit noch geheim. Und dann haben wir natürlich noch Nightfighter, das eigentlich unser Haupttitel ist, unser Spider-Man sozusagen. Und Nightfighter ist relativ schwer kurz zusammenzufassen. Es geht einfach darum, dass wie weit würden Menschen gehen, wenn sie alles verloren haben. Und mit alles meine ich wirklich inklusive ihrem Leben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir hier von Untoten oder Zombies oder so sprechen, aber die Wissenschaft bietet dann doch eigene Möglichkeiten, Menschen wieder aktiv am Leben teilnehmen zu lassen, nachdem sie von uns gegangen sind. Zumindest in Science-Fiction-Themen. Wir haben noch einige Comics auf unserer Website, aber das wird jetzt dann durchaus etwas zu viel. Denn wir haben dann, was haben wir, an die 12 oder 13 verschiedene Serien. Die meisten bauen aber aufeinander und untereinander auf und laufen parallel. Aber ich denke mal, wenn man einfach mit Nightfighter Ausgabe 1 beginnt, dann hat man einen schönen Rutsch in alles andere. Und wie kommst du zu dem Kontakt mit den Künstlern, die das Ganze zeichnen? Weil ich habe gesehen, es zeichnet immer mal wer, auch teilweise verschiedene Leute zeichnen das. Wie kommt das zustande? Alles übers Internet oder wie kommst du an die dran? Nun, die eine Hälfte frage ich direkt im Internet auf verschiedenen Künstlerseiten an. Ich biete jeden Künstler dabei 2 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich kaufe einfach die Originalseiten ab, wie bei einer Commission. Und da kaufe ich dann die Seiten, die gehören dann mir und die kann ich in meinen Comic einbauen, wie ich möchte. Die andere Möglichkeit ist, der Künstler bietet mir seine Zeit kostenfrei zur Verfügung. Dafür wird, sollte ein Publisher-Vertrag zustande kommen oder verkauft einige Produkte, wird der Künstler am Gewinn beteiligt, für so lange sich das verkauft. Das kann dann, je nachdem, wie lange das geht, vor sich
20, 30 Jahre gehen oder auch man verkauft gar nichts und dann hat man einfach Pech gehabt. Die andere Hälfte der Künstler spreche ich dann direkt auf Conventions an. Einige kommen dann zu mir und sagen, das sieht toll aus, das, wie macht man sowas und bekommen dann selber Interesse. Und das meiste ist einfach nur, man muss mit Leuten sprechen und Leute sprechen dann gern zurück. Okay, und du kommst jetzt woher? Ich komme aus Österreich, Innsbruck, Tirol. Hört man vermutlich an meinem Krrr. Okay, gibt's da irgendwelche Arten der Förderung für Künstler, die sowas machen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland oder im Rest Europas aussieht, aber in Innsbruck oder Österreich generell, es gibt ein, zwei kleinere Comic-Messen, auf denen bin ich auch meistens vertreten, aber ansonsten sieht das eigentlich relativ eher nach Privatvergnügen aus. Okay, dann danke ich dir. Herzlichen Dank. So, bei mir ist jetzt Sebastian Drevniok. Sprich es richtig aus? Ja, ist das richtig. Der Macher von Tank. Berichte doch mal unseren Zuhörern ein bisschen, was Tank genau ist. Tank ist ein Endzeit-Comic mit einer weiblichen Hauptfigur. Wird oft mit Tank Girl verwechselt, was es definitiv nicht ist. War auch gar nicht so angelegt, bis die Leute mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe es ein bisschen nachgeschlagen. Der Name ist vielleicht in der Hinsicht etwas unglücklich gewählt, aber der hat Sinn. Der soll auch so heißen, der Comic. Und das wird man spätestens ab dem vierten Heft auch so erkennen, wieso der Comic so heißt, wie er heißt. Okay, also es ist nicht einfach, dass du ein bisschen Endzeit mit einer Dame mit leicht punkigem Look gemacht hast, sondern die Assoziation hatte ich nämlich auch zunächst. Das ist, wenn man es von Weitem sieht, denkst du sofort so, es geht in Richtung Tank Girl. Ja, nee, das war's gar nicht. Also irgendwo auf Twitter sieht man bestimmt noch eine der ersten Skizzen. Die geht in eine ganz andere Richtung, nur die war nicht ikonisch genug, nicht erkennbar genug. Ich habe es einfach so geändert, rumgespielt, in eine komplett andere Richtung gegangen und das ist dabei rausgekommen. Und ich habe es wirklich erst, ich kannte Tank Girl nur als Film, glaube ich, aus den 90ern irgendwann so, als Kind mit einem Auge gesehen. Und dann musste ich echt wirklich nachschlagen, was die jetzt alle meinen. Okay, grob um was geht's? Den ersten Band hatte ich schon gelesen, der zweite ist jetzt erschienen. Grob, nur dass die Zuhörer so ein bisschen die Richtung wissen, in die es geht. Also die Hauptfigur sucht nach einer Siedlung und am Anfang weiß man auch gar nicht sehr viel mehr. Und die ersten fünf Hefte sind darauf ausgelegt, dass man halt wirklich Schritt für Schritt langsam erkennt, worum es auch wirklich geht. Im zweiten Band sieht man ein bisschen, dass sie halt eine gewisse Schwäche hat, beziehungsweise Krankheit. Und alles andere wird jetzt in den Spoilerbereich gehen. Deshalb viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Okay, und du veröffentlichst das ja nach wie vor erst im Internet und die Hefte kommen dann, wenn es im Internet quasi veröffentlicht ist, machst du die Hefte? Nee, ich mache es mittlerweile genau andersrum. Oh. Also ich versuche zuerst das Heft rauszubringen und dann mache ich wöchentlich kommt halt eine neue Seite raus aus dem Heft, was schon fertig ist. Ist natürlich hervorragend, wenn man mal reinlesen möchte, auch im Netz gleich. Sag doch gerade nochmal die Adresse. Das ist www.sdcomics.com. Okay. Und wann planst du Teil 3? Wann geht's weiter? Teil 3 kommt hoffentlich im Oktober zu den Oktobermessen. Also einen Tag werde ich in Essen sein und dann werde ich mal die Berliner Comic-Con austesten. Das ist am gleichen Wochenende und zu den Messen plane ich das dritte Heft mitzuhaben. Okay, und kannst du schon ungefähr sagen, auf wie viele Hefte das Ganze ausgerichtet ist? Also der erste Storystrang wird so 5 Hefte beinhalten, denke ich, eventuell 6, je nachdem. Ich ändere das immer wieder beim Schreiben. Geschichten habe ich genug für mehr, aber da will ich den Mund jetzt nicht zu voll nehmen. Das ist mit sehr viel Arbeit verbunden und vielleicht kommt danach was anderes, keine Ahnung. Okay, gut. Du bist ja auch so ein bisschen als Besucher mit auch hier. Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch sehen willst oder bestimmte Zeichnungen von irgendwem, die du dir holen willst? Mich interessieren so Nick Klein und Ivan Brandsen, glaube ich, da. Den Vortrag würde ich mir gleich gerne angucken. Drifter finde ich sehr geil. Macht richtig Spaß beim Lesen. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer alles an Zeichnern da ist. Ich muss einfach mal schauen. Okay, und eine aktuelle Leseempfehlung von dir hätte ich gerne noch. Eine Dauerleseempfehlung ist auf jeden Fall 100 Bullets. Ist zwar schon länger zu Ende, aber das ist nach wie vor meine Lieblingsserie.
Und ja, Lazarus, Hammer, Drifter, das sind so meine momentanen Lieblingscomics. Okay, also stark in die Image-Richtung gehst du? Ja, doch, da ist also unglaublich, was da an Sachen rauskommt, was da an Kreatives bei rumkommt, abseits von Marvel und DC, also das stimmt. Das ist wunderbar. Okay, irgendwelche letzten Worte? Schaut einfach auf meiner Seite vorbei, guckt euch den Comic an, lest rein, verfolgt es bitte, vielleicht gefällt es euch ja. Ein sehr guter Tipp, ich habe ihn schon lange gefolgt, macht es auch. Ne? Bis dann, ciao. Ich danke euch, ciao. So, bei mir wieder ein alter Bekannter von Mad Things Productions, unser Ritz. Ritz, wie war denn dein Tag heute? Was hast du dir angeschaut? Mein Tag war sehr interessant. Ich bin durch die Ausstellungen durchgegangen, habe mir eben vor allem Taniguchi angeschaut. Absoluter Knaller. Also du weißt es, du hast es dir auch angeschaut. So detailliert, wie der Typ Aquarelle macht, das ist Hammer. Hammer. Also ich habe mir gerade die Ausstellung, den Venedig-Teil, angeschaut. Und wie detailliert der seine Figuren macht, vor allem die Häuser. Hammer, das Wasser. Also du hast wirklich das Gefühl, du schaust dir Fotos an. Und dann habe ich mir danach noch die Ausstellung von den indischen Zeichnerinnen und Zeichnern angeguckt. Ich meine, es waren nur Frauen, ich bin gerade nicht sicher. Aber also teilweise waren das wirklich fast schon fotorealistische Sachen, teilweise waren das sehr, sehr abstrakte Sachen und höchst interessant. Also auch das kann ich echt empfehlen, das mal anzuschauen. Und ansonsten viele nette Gespräche geführt, Leute getroffen auf der Messe und ja, war ein sehr lustiger Tag. Hattest du auch schon was von Taniguchi gelesen, natürlich, oder? Ja, doch. Also ich habe daheim, glaube ich, 4 oder 5 Bände von ihm. Keiner so detailliert wie das Venedig. deswegen ist es sehr schade, dass es das auch nicht auf Deutsch oder Englisch gibt. Sonst hätte ich das bestimmt schon daheim. Aber ja, sehr, sehr, sehr schön. Was wäre da, wenn einer das noch gar nicht gelesen hat, weil er Berührungsängste mit Mangas hat oder warum auch immer? Was würdest du ihm als ersten Band so empfehlen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde von längeren Reihen abraten, weil gerade so Gipfel der Götter oder sowas würde ich jetzt nicht gerade als Einstieg empfehlen. Aber es gibt so Dinge wie Vertraute Fremde oder ja, also Unterschiedlichstes. Das Tolle ist, viele seiner Geschichten sind wirklich Einzelbände abgeschlossen und da kann man sich auf jeden Fall mal einen gönnen. Ihr habt gehört, Leute, probiert es einfach mal aus. Auf jeden Fall. Dann danke ich dir, Ritz, und guten Heimweg. Dankeschön, danke ich dir und noch einen schönen Tag auf der Messe. Horido. So, jetzt bei mir Guido Neukamm vom Comicwerk. Hallo Guido. Hallo. Und der Guido möchte jetzt so ein bisschen seine Comics vorstellen. Ja, also das Comicwerk gibt es schon eine ganze Weile. Es war ursprünglich eine Online-Plattform für Zeichner, von Zeichnern. Wir haben da eben Sachen gezeigt und uns untereinander ausgetauscht. Und das ist auch das, was wir immer noch tun. Allerdings machen wir jetzt in erster Linie, arbeiten wir als Zeichnerstudio und wir machen Comics, ja, und wir drucken die auch und verteilen, nein, wir verteilen sie nicht, wir verkaufen sie auf der Messe, wie das eben die meisten Leute hier tun. Und es gibt halt verschiedene Serien, aber die Gemeinschaft ist quasi frei. Also jeder, der beim Comicwerk mitmachen möchte und wo wir meinen, das passt menschlich und so, dann der kann da gerne mitmachen. Und wir teilen uns eben die Messestände und wenn ein großer Auftrag kommt, dann schieben wir uns eben auch ein bisschen so die Sachen hin und her, damit wir es alle gemeinsam raffen. Und ja, ich komme ursprünglich von Gespenstergeschichten, habe da jahrelang für Bastei gearbeitet und habe auch meine Serie Bienen der Schatten dort zum ersten Mal veröffentlicht. Das war natürlich total toll für einen kleinen jungen Zeichner damals irgendwie mit kurz mal 70.000 Auflage eben rauszukommen. Und es gab auch nochmal 2 Sonderbände, das hat mich natürlich noch besonders gefreut. Und als dann die Rechte zurückkamen, haben wir das eben weiter fortgeführt. Einerseits in Zack habe ich eine Sache gemacht für Wien und jetzt eben am Comicwerkstand. Mein Kumpel Daniel Gramsch, den kennen vielleicht auch einige Leute, der arbeitet mit mir zusammen für Mad. Da machen wir relativ regelmäßig Beiträge. Aber er hat auch seine eigene Serie, Alina Fox. Das ist eine Meisterdiebin, die ihre Abenteuer erlebt. Manche sagen, erinnert ein bisschen an Lara Croft, aber es hört er nicht so gern. Und das kann ich auch verstehen, weil die
Figur sehr, sehr eigenständig ist. Sie hat also mit Lara Croft nichts zu tun, außer dass sie hübsch ist und Abenteuer erlebt. Und es ist auch so ein bisschen Team. Ich glaube, Mission Impossible würde ihm besser gefallen. Ich finde, es passt auch ein bisschen besser. Es sind manchmal auch so leicht mysteriöse Anklänge in der Serie. Es ist eine sehr schöne Serie zum Lesen, gutes Lesefutter. Dann meine Freundin Paulina Scheunemann, die hat eine sehr, sehr schräge Mädcheninternatsserie gemacht mit ganz leichten Manga-Einschlag. Aber in erster Linie ist es sehr merkwürdig, bizarr, unheimlich. Ein Mädchen kommt auf eine ganz, ganz merkwürdige Mädchenschule, wo lauter komische Leute rumrennen und sie muss dann sozusagen dem Geheimnis dieser Schule auf die Spur kommen. Und meine Kollegin Giske Großlaub, die widmet sich so ein bisschen dem klassischen Modern Horror. Ich glaube, ein bisschen inspiriert halt von Mike Mignola, aber auch so von so Clive Barker und solchen Leuten. Also sehr düsteres, sehr rätselhaftes Zeug an, also coole Plots, also eigentlich klassische Superheldengeschichten insofern, als dass sie eben einen Helden hat, der sozusagen mit Dämonen kämpft als Mitarbeiter von dämonischer Angelegenheit. Also er muss Fälle bearbeiten quasi, wo Leute über die Stränge springen, aber eigentlich ist er mehr selber auf der Seite der Dämonen und dadurch macht das die Sache natürlich sehr viel spannender und ein bisschen wie eine dunklere Variante von Konstantin, würde ich sagen. Es wird natürlich den Sachen nicht immer so ganz gerecht, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Sache zum Lesen. Okay, ich habe gesehen, die Giske hat leider ihre Serie nicht fortgesetzt. Die hatte ich nämlich vor 2 Jahren gekauft, als ich sie interviewt habe, sondern hat stattdessen ihre Bachelorarbeit dabei. Die auch ist es auch unter dem Label Comicwerk dann? Das wird sich zeigen, das weiß ich noch nicht genau. Pandemonium, was sie damals gemacht hat, das ist die Serie, die sie auch fortführen wird natürlich. Aber Bachelor war natürlich wichtiger und da wollte sie auch unbedingt was über Comics machen oder mit Comics machen. Deswegen kam jetzt diese neue Serie raus. Wobei, so neu ist sie nicht, weil die Idee dafür, die hat sie schon ganz lange gehabt. Also das läuft jetzt parallel. Mal gucken. Also ich hoffe natürlich, dass sie beim Verlag landet, der ihr richtig Kohle dafür geben kann, wie jeder von uns natürlich gerne mal Geld verdienen möchte. Aber wenn sie möchte, kann sie es natürlich auch in dem Comicwerk-Label eben veröffentlichen. Und bei welchem Verlag, meinst du, könnte man diese Geschichte, die sie gemacht hat, ich habe mal kurz reingeblättert, unterbringen? Was wäre da so die richtige Schublade dafür, ne? Man hat ja so gewisse Sachen, die kommen bei Splitter, man hat gewisse Sachen, die sieht man bei Crosscut. Wo würdest du sie einordnen? Einordnen ist immer schwierig, aber tatsächlich würde ich sie am ersten Mal Crosscut einordnen. Schwarzer Turm wäre auch cool, aber da, je mehr das in Richtung Independent geht, desto weniger Geld ist da drin. Und wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen. Ja, ich kann natürlich ein Album für 5.000 Euro zeichnen, bin dann ein ganzes Jahr beschäftigt damit, habe jeden Tag irgendwie 10 bis 16 Stunden Arbeit und kann nebenbei noch 2 andere Jobs machen, damit ich davon leben kann. Da kommt man nämlich auf einen Stundenlohn, der unter 10 Euro liegt. Und viele dieser Verlage hier weinen eben Krokodilstränen, dass man keinen richtigen Nachwuchs hat, der nicht richtig professionell arbeitet. Und ich bin dann auch noch ganz betroffen, weil klar, jeder kann professionell arbeiten für 4,55 Euro die Stunde oder so. Nur weil McDonald's mehr bezahlt, heißt es ja noch lange nicht, dass Comics sich nicht auszahlen. Das ist dann immer ein bisschen bitter. Aber ich finde eigentlich, ihre Comics könnte man auch bei Carlsen unterbringen oder bei Harper, bloß sie werden sie vermutlich nicht nehmen, weil sie zu Mainstream sind, also die Verlage, nicht Giske. Okay, und wo du das Thema gerade ansprichst, außer Comics, was machst du sonst? Bist du Illustrator? Das ist ja bei vielen das Hauptstandbein. Ja, also eigentlich mache ich alles, was ansteht. Wobei mir ist es noch ein bisschen speziell, weil ja, ich mache Comics natürlich, Illustrationen. Ich schreibe auch relativ viel, also bin Autor, wenn man das so nennen mag, und gebe Kurse an der Volkshochschule oder auch an so Jugendeinrichtungen, Comics für Jugendliche und Kinder und Manga und eben für alle Altersgruppen eigentlich. Darüber hinaus gebe ich tatsächlich Fechtkurse. Oh, das ist auch eine seltene Kombination, ja? Nicht schlecht. Ja, also ich mache seit 30 Jahren oder so Rapier und also Renaissancefechten, Rapierdolch und bin so vor 10, 12 Jahren, ja, zum langen Schwert gekommen und wir fechten in der freien Gruppe eben so ähnlich wie das Comicwerk, nur eben mit historischen Fechten. Und da machen wir halt viele Happenings, Events und Fechten auf Shows und sowas alles. Also, dass ich mir vorstelle, wie beim Mittelaltermarkt, wenn da zum Beispiel so ein Turnier gegeben wird? Na, die Turniere sind meistens unter sich ausgemacht. Also, es sind meistens tschechische Gruppen, die sind sehr gut. Die machen was anderes. Die machen Schaukampf und wir machen halt historisches Fechten, was sozusagen keine Show ist, sondern es ist tatsächlich die Techniken, die die Leute im 15. Jahrhundert dann niedergeschrieben haben. Wir machen freies Sparring
erklären dann den Leuten vorher, warum das so aussieht. Nicht auf vollen Kontakt. Wenn man das macht auf vollen Kontakt, ist einer von beiden tot. Sondern mit leichtem Kontakt und eben gut gepolstert. Und dann erklärt man halt den Leuten, was man da macht. Das ist auch ganz lustig. Und es hilft einem bei den Comics erstens, um in Form zu bleiben, weil meistens parkt man seinen Hintern am Rechner. Und das ist jetzt nicht gerade so, dass es so besonders gesund für den Körper ist. Da braucht man irgendeinen Ausgleichssport, ganz klar. Wäre vielleicht auch für den einen oder anderen Besucher, den ich hier so sichte, vielleicht mal zu empfehlen. Ja, das ist immer ein bisschen gemein, so das Comic-Nerd-Klischee von den ganzen spindeldürren oder kugelrunden Comic-Nerds. Ich habe auch schon welche gesehen, die haben Muskeln an Stellen, wo ich nicht mal Stellen habe. Also die gibt's natürlich auch, klar. Aber allgemein, klar, wenn man viel sitzt, muss man auch sich viel bewegen. Okay, und guckst du dir da auch, sag ich mal, sowas wie Vorträge an oder bist du auf der Suche auch nach vielleicht irgendein Sketch von irgendjemandem, den du gut findest? Oder bist du wirklich nur dann am Stand unterwegs? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich teilweise einfach die Leute fragen kann, ob sie mir einen Sketch machen, beziehungsweise ob sie mir eine Gallery-Page für meine Serie Bean machen. Und netterweise machen sie es auch meistens. Das ist natürlich für mich eine große Ehre und man vernetzt sich dann quer. Tatsächlich, ich wünschte, ich hätte ein Sketchbook, mit dem ich rumziehen und einige Leute fragen könnte. Aber ich komme nicht dazu, weil die Stände sind teuer. Und wir müssen versuchen, wenigstens einen Teil des Geldes immer wieder reinzukriegen. Das heißt, meistens sitze ich wirklich fix am Stand und signiere oder bewerbe mich und die anderen Comics und blub. Und ja, wenn ich mal einen Tag frei habe, dann gucke ich mir die ganzen Vorträge an. Früher habe ich mir alle Vorträge angehört, die eben halbwegs nicht zur gleichen Zeit liefen, habe mir die Ausstellung angesehen. Mittlerweile renne ich im Dauerlauf durch. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte was von euch kaufen, wo kann er das erwerben? Ist es Quimby oder macht ihr das selber? Ja, wir machen es selber im Moment. Wir machen es uns selber. Nein, im Ernst. Wir sind am Stand und verkaufen unser Zeug. Und es ist natürlich, es war bislang schwierig, uns zum Beispiel im Comicladen zu bekommen oder so, weil das Publikum ist konservativ und die Händler sind es noch mehr. Das heißt, wenn dich keiner kennt oder nicht mit den Sachen, die du da anbietest, dann wird er das vermutlich nicht auf Kommission nehmen. Solche Sachen wie eBay, Amazon und so weiter und so fort, das ist natürlich jetzt interessant für uns. Und das werden wir ausbauen, dass man eben mit einem Mausklick unsere Sachen bestellen und auch bezahlen kann. Und dann werden die losgeschickt und dann muss man sich nicht in einen Comicladen begeben und dann fragen und bestellen und blub, das ist dann eben lästig. Kann ich verstehen. Mach ich auch nicht gern. Okay, dann danke ich dir. Hast du noch letzte Worte? Ja, mich hat schon vorhin jemand gefragt und ich glaube, was mir echt am meisten am Herzen liegt, ist, Jungs, Mädels, lauft nicht irgendwelchen Trends hinterher, versucht sie selber zu machen. Das wäre cool. Ein schönes Schlusswort. Ich danke. Fortsetzung folgt. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.